Hi Leute, herzlich willkommen zu einem super, super aufregenden und spannenden Video von mir. Heute geht es endlich wieder um meine Haare. Ich wollte euch noch mal kurz ein Vorher zeigen, denn ich fahre jetzt zum Friseur. Kurze Info nebenbei, ich fahre zum Friseur Salva, vom Friseur der Salva. Und er wird mir meine Haare verändern. Ich habe ihn kennengelernt auf einem Blogger-Event. Und ja, er hat gesagt, er sucht Bloggerinnen, mit denen er zusammenarbeiten kann. Und ich habe gesagt, ja, das klingt schon ziemlich gut. Und ja, wir wollten jetzt mal testen, wie wir so harmonieren. Deswegen hat er mich eingeladen. Und das Spannende dabei für euch ist, er darf machen, was er will. Und ich habe keine Ahnung, mit welcher Frisur ich heute aus seinem Salon rausgehen werde. Also, ich bin sehr gespannt, ich bin aufgeregt, ich freue mich total. Es ist alles erlaubt. Erwartet nicht zu viel. Ich glaube nicht, dass er eine Radikalveränderung machen wird, aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was er vorhat. Und ich werde natürlich alles für euch mitfilmen, alles für euch festhalten. Und ich freue mich schon mega doll drauf. Kurze Info noch zu meinem Haar im Allgemeinen. Ich habe meine Naturfarbe rauswachsen lassen, bis auf das letzte Stück. Ich habe einen ziemlich starken Stufenschnitt, also je nachdem, wo man die Haarenden anschaut. Von ganz hinten ist wirklich nur noch so ein Stück. Bei den oberen bzw. bei den mittleren Strähnen ist eigentlich noch ein bisschen mehr. Das ist das Blond von früher. Ich war ja wasserstoffblond. Und ja, das ist die Ausgangssituation. Wir werden sehen. Bis gleich! Cause the both of us, we risked it all. We gambled both our hearts on love. So here we are, two nights to stay, two sides to leave. Sometimes I laugh the ways you make me lose my mind. You're all I have, the skill is like I'm wasting time. I need some space, I need a little time to run away.
What we do here is go back, 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 back. Aus, sehen so gesund und frisch aus. Ich zeige es euch gleich, wenn ich zu Hause bin, richtig. Ich bin so happy! Hi Leute, herzlich willkommen zurück. Hier sind meine neuen Haare. Yay! Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es mega, mega schön. Falls ihr euch wundert, dass ich was anderes anhabe, ich hatte das Outro gefilmt am gleichen Tag. Allerdings bin ich relativ schnell, nachdem ich vom Friseur wieder zurück war, krank geworden, denn mein Freund hatte mich angesteckt und war eigentlich schon krank, deswegen habe ich es ein bisschen schneller alles erzählt, habe ein bisschen Schmarrn erzählt, war nicht zufrieden und dachte mir dann, weißt du was, wenn du wieder gesund bist, film's einfach nochmal richtig. Deswegen bin ich heute hier in einem anderen Outfit. Und ja, jetzt kann ich euch die Haare endlich nochmal ganz in Ruhe zeigen. Ich habe sie jetzt gerade zum ersten Mal wieder gewaschen und ja, so sehen sie aus. Ich bin so happy. Das ist so toll geworden. Ich bin echt so dankbar, dass Salva mich eingeladen hat zu sich, zum Friseur der Salva. Und ja, das Tolle ist natürlich, wenn man einen Friseur hat, der richtig was kann, dann kann man dem Friseur halt auch irgendwie, dann kann man den mal machen lassen und den mal entscheiden lassen, was gut aussieht. Und ja, ich bin nicht enttäuscht worden, denn ich finde, er hat einen super schönen Farbton für meine Haare ausgewählt. Er hat eine ganz leichte Balayage-Technik angewendet, um ja, meine Enden und meine Längen ein bisschen aufzuhellen und hat das mit der Smart-Bond-Technik gemacht. Aber mehr kann ich euch dazu leider nicht wirklich sagen, aber wenn euch das ziemlich, ziemlich interessiert, dann schreibt mir das nochmal in die Kommentare und vielleicht kann ich das ja beim nächsten Friseurbesuch ein bisschen umsetzen, dass der Friseur euch ein bisschen erzählt, was er macht. Und ja, meine Haare sehen wieder so, so viel besser aus. Vorher waren sie richtig stumpf und ja, farblos, kraftlos. Und jetzt fühlen sie sich wieder richtig gut an. Sie sind gerade noch ein bisschen fluffig, weil ich sie gerade eben erst geföhnt habe. Beim letzten Mal, als ihr sie gesehen habt, hat er sie ja geglättet. Das hier ist jetzt auch gerade komplettes Kunstlicht, leider kein Tageslicht. Hier wirken die Haare vielleicht ein bisschen kühler. Das liegt daran, dass es gerade 9 Uhr morgens ist und draußen quasi noch dunkel ist. Und ich habe hier nur Studioleuchten, die natürlich sehr weißes Licht streuen. Deswegen sieht die Farbe gerade vielleicht ein bisschen anders aus als im schönen sonnigen Salon, wo das Wetter ja einfach nur herrlich war. Wobei das zum Filmen fast ein bisschen schwierig war, muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch noch erzählen, dass das Salva Friseure in Nürnberg ist, im Stadtteil Johannes, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sie haben auch eine ganz tolle Instagram-Seite und ich mag so Friseur-Instagram-Seiten immer total gerne und ich kann auch diese Seite euch total empfehlen, weil da kann man sich nämlich total gut Inspirationen für neue Frisuren holen und man kann mal sehen, was sie wirklich so rausholen können, also aus anderen Haaren von anderen Leuten. War das jetzt Sinn gemacht? Man kann sich ziemlich gut angucken,
was die Friseure so schaffen, aus den Haaren von anderen Leuten so rauszuzaubern. Und das ist immer schon so ein ziemlich guter Anhaltspunkt, wie gut der Friseur ist und was er alles machen kann. Außerdem haben die eine echt coole Homepage, da müsst ihr echt mal hingucken. Das ist mega lustig, weil die haben nämlich von jedem Mitarbeiter so ein kurzes Video hochgeladen und ist so ein bisschen auf GZSZ gemacht. Das ist mega witzig. Sie haben natürlich auch eine Facebook-Seite und Salva hat zu mir gesagt, er würde sich wahnsinnig drüber freuen, wenn ich euch um ein Like für seine Facebook-Seite bitten könnte. Und ja, also informiert euch gerne mal über Salva. Auf seiner Homepage findet ihr natürlich auch alle Preise und ihr könnt dann auch Termine ausmachen und alles, falls es euch interessiert. Und dann bin ich mal echt gespannt, was ihr zu dem Ergebnis sagt unten in den Kommentaren. Ich bin echt super, super zufrieden und happy. Also vielen Dank nochmal, Salva, für die Einladung. Ich habe mich so gefreut und endlich habe ich wieder schöne Haare. Das war echt Zeit. Diesmal ist es nicht so eine riesige Veränderung, aber wir tasten uns ran. Mal gucken, was wir nächstes Mal so treiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tut mir leid, falls ich noch ein bisschen kränklich aussehe. Aber wie gesagt, ich habe mich gerade erst wieder erholt. Aber es geht bergauf, jeden Tag ein bisschen mehr. Gebt mir gerne einen Daumen hoch auf dieses Video, wenn euch die Haarvideos besonders gut gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.